Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zur NHL 21, zu der Eishockey League mit den Innsbrucker Haien. Ja, ich hoffe, ihr geht es euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer Oberteilniederlage gegen den VSV zu Hause versuchen wir heute unser Glück gegen die Black Wings 1992. Auf die Spiel habe ich mich am meisten gefreut. Ich kann jetzt nicht sagen, warum. Es ist einfach so. Ich spüre gerne mal, glaube ich, gegen Linz. Es ist so ein bisschen eine Lieblingsmannschaft von mir. Ich kann nicht sagen, ich habe das so aus dem Bauchgefühl aus, mache ich das alles. Ich mache das alles aus dem Bauchgefühl aus. Bin ich schon gespannt dann auf die neuen Trikots. Die sind ja nur die alten Trikots. Mal schauen wir, wann das da das Update kommt. Innsbruck gewinnt gleich schon mal das Auswärtsbully. Gegen die Black Wings. Ich weiß nicht, darf ich nur Linzer Black Wings sagen oder nicht? Schreibt es in die Kommentare rein. Ihr seid da die Profis aus Linz. Es gibt ja so Mannschaften, glaube ich, die wo es da ein bisschen so am Herzen liegen. Mannschaften, mit die was man gerne sieht. Ich sehe jede Mannschaft gerne und ich mag auch jede Mannschaft. Aber manche Mannschaften sieht, mag man halt ein bisschen lieber als wie andere. Das ist ja mit allem so im Leben. Und somit macht unser Nummer 37 das erste Tor auswärts. Christoph. Ich habe jetzt gar nicht verstanden, was da. Hier sehen wir den Topstalker der Black Wings. Ich hoffe für mich, dass die Black Wings ein bisschen durchstarten. Dass die Black Wings ein bisschen durchstarten und sie vom letzten Platz auf neu sortieren. Einerseits gefällt es mir ganz gut, gell, dass die Jungs nicht mehr vom Eis geschickt werden. Sondern dass es da Strafe gibt, gell? Andererseits finde ich schon, ein bisschen Kämpfen gehört dazu zum Eishockey. Man sollte sich halt dort echt auch bei uns hier in Europa ein bisschen an das NHL-Feeling halten. Meiner Meinung nach, ist meiner Meinung nach. Jetzt tut einer gut, so ein bisschen einen Faustkampf auf dem Eis, ein bisschen die Emotionen anbauen. Mach ja auch so, ich materialisiere, wenn man in den Sonnen sagt.
wo ich schlechte Laune habe. Abseits. Jawohl, das wollte ich sehen. Das wollte ich sehen, ob das noch geht. Dann kann er wenigstens noch ein bisschen provozieren, den Gegner. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass das absichtlich war. Aber hiermit verliert Innsbruck den Kampf. Die Provokation war da gegen Linz, gegen die Black Wings. Und die Black Wings gewinnen den Fight. Die hätten zwar auch ganz gern gewonnen, gell? Aber Essen. Er muss vom Eis. Da Michael muss vom Eis. Strafzeit ist noch da. Ein Schnapszahl war es auch noch. 1:11. Also heißt, dass wir dann in der Kabine eine Schnapszeit trinken müssen. Und im Spiel ist es ein bisschen schlecht. Da verzieht so die Bohnen. Wie gesagt, ich finde es nicht richtig, dass sie es von mir schicken. So die Strafzeit, dass für ein beinahe Faustkampf, das ist nur etwas, wo ich sage, okay, das gefällt mir, aber das ist von mir schicken. Vielleicht kann man es anders einstellen. Ja, also ich müsste es mal testen in so einem Probespiel und dann auf NHL-Regeln gehen und ob das dann passen würde, gell? Und somit 2:0 für Innsbruck. Für unseren Herbert. Erstes Tor in dieser Season. Vielleicht ist er auch noch ein Baseballspieler gewesen, aber er hat gerade nach hinten den Ball geschlagen, nicht nach vorn. Zack, und drinnen war er. Keine Chance für den Blackwing. Goalie. Ich bin aber in der Versuchung, dass ich nur Linz sage. Wir haben das erste Drittel noch. 2:0 Kulinz noch aufholen. Die Top 10 Checks. Der Linzer. Ich hoffe, mein lieber Schwarzmann, ich hoffe, dass man das nicht besser nimmt. Aber ich muss da das erste Mal reinkriegen. Black Wings. Kalibrierung werde ich dann nochmal umstellen, dass man ein bisschen weiter das noch umziehend. Aber das glaube ich Kui nur außen im Hauptmenü da. Dann darf man die Logos auch besser sehen. Oder kann ich das da in die Einstellungen auch machen mit der Kalibrierung? Aber ich Kalibrierung. Da machen wir es. Ah, okay, die sind angeschnitten, die Logos. Das passt so. Ich habe mir gedacht, das Logo, ich habe die Kalibrierung zu sehr nach unten trat. So, da, auf geht's.
Und Linz macht ein Tor, weil unser Scott den Puck verliert. Sei es einer vergönnt. Gut gemacht. Tollpatschigkeit gehört bestraft, würde ich mal sagen. Jetzt fick mir das einem aus der Hand gefallen. Schreiben wir es nur. Ah, er ist einem aus dem Fanghandschuh ist einem rausgefallen. So wird die, so glaube ich es gewesen. So hat man es jetzt richtig gesehen. Machst du zwar, für Linz ist noch alles drinnen. Zweites Drittel. Oh, da war es jetzt, da war er jetzt gut gestanden, aber unser Scotty hat aufgepasst. Der blöde Spruch des Tages, einen schwarzen Flügel sieht man auf dem weißen Eis. Ich weiß, das ist ein absolut dummer Spruch gewesen. Hätte man stecken lassen können. Der Rosin! Nein, ist nicht. Rosin hätte die 15, das war der Felix, war das. Der Felix war das mit der Nummer 21. Schießt die Antwort für die Innsbrucker. Und es steht 3 zu 1 hier in Linz. Aber sie kannten es nur aufholen, dass das zum Overtime kam. Linz muss sich gerade konzentrieren, die Black Wings müssen sich gerade konzentrieren. Ich weiß, ich rede da vollkommen gegen meine Mannschaft, gell? Aber ich will ein interessantes Spiel sehen. Siebten Platz ist er, schaut dir die zu. Ist jetzt das stylisch hinten geschmissen gewesen oder was hat er jetzt da gehabt, der Kohli? Wir waren jetzt, ich glaube jetzt einfach mal, dass er einfach stylisch nach hinten schmeißen wollte, dass da sein Kollege da den Puck kriegt. So, jetzt hoffe ich aufs entscheidende letzte Drittel. Ich hoffe jetzt aufs letzte entscheidende Drittel, damit dass die Linzer Gas geben können. Zwölf Schüsse haben sie gemacht. Mal schauen wir mal.
Was nur mit der Stopp. Ah, jetzt hat. Wollen die Black Wings vorm Tor miteinander. Jetzt geben sie Gas, jetzt taugt es mir. Jetzt müssen sie kommen. Sie müssen jetzt schauen, dass die zwei Tore auch da holen. Abseits. Jetzt geben sie Gas. Also jetzt nicht so, dass ich anders spüre wie sonst, gell? Weil ich gesagt habe, ich warte nur mit dem Aufstufen auf den nächsten Schwierigkeitsgrad. Oder wir benutzen die Strategie. Ich weiß jetzt noch nicht. Aber da liegen wir jetzt noch nicht fest. Unser Nummer 72 macht ein weiteres Tor für die Innsbrucker Haie hier in Linz beim Auswärtsspiel. Ich hätte da den Goalie bei sowas nicht ausgenommen. Aber diesmal muss man halt mit Risiko spielen. Das ist schon fast zu leicht gewesen für einen Rosin, glaube ich. Die Linzer haben ganz einen schlechten Start. Wir haben jetzt einen 13. Spieltag und sie sind immer nur auf dem letzten Tabellenplatz. Somit gewinnen wir 5:1 auswärts. Jetzt hoffe ich, dass die Wiener auch gewinnen, die DAV 19 und die Südtiroler, dass die ein bisschen nachrücken, dass die uns genauso nachrücken, als wir aufsteigen. Damit dass die oberen Plätze ein bisschen interessanter werden.
Dann haben wir morgen nur die Spiel gegen Bratislava. An Halloween. Und dann ab 1. November geht es dann planmäßig weiter, meine lieben Sportsfreunde. Mir sagt so sei. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, müsste zu sein. Wir haben 3 Stars, wir haben 2 Tore, wir haben 6 Assists. Das Spiel ist dann auswärts. Wir simulieren uns für 28. Oktober. Da kommen wir hin. Wir spielen heute 2 Tage später. Und der 1. November. Wir spielen am 31. Oktober, so würde ich sagen. Wir spielen am 31. Oktober. Hier spürt man 28. ist aber wurscht, weil dann können wir nämlich gleich im Anschluss, wir schauen uns den Kalender ab, dem Spiel Salzburg sehen wir dann bei der Eishockey League im richtigen Zeitplan hin und wieder. Das passt ganz gut. Schauen wir uns mal die Tabelle an. Wie schaut es denn da aus? Wir haben jetzt 33 Punkte. Wien hat wahrscheinlich das letzte Spiel verloren, so wie es ausschaut, weil sie gerade 26 Punkte haben. Das haben sie am letzten Spieltag meines Wissens noch auch noch gehabt. Dann kommen die Bulldogs aus Dornbirn mit 21 Punkten. Der Red Bull aus Salzburg mit 20 Punkten. Der AV 19 auch mit 20 Punkten, da hat sich eben was verschoben, weil was ich nur im Kopf habe, waren die das letzte Mal Dritter. Dann die Südtiroler auf dem Platz 6 mit 17 Punkten, dann der KAC mit 17 Punkten auf der 7. Die Bratislava Capitals auf dem 8. Platz mit 16 Punkten, die Grazer auch mit 16 Punkten auf dem 9. Platz. Dann der VSV mit 14 Punkten auf dem 10. Platz und die Black Wings mit 10 Punkten, 2 Siegen auf dem letzten Platz. Also ich hoffe immer noch, gell? Also es ist wirklich so, ich hoffe wirklich, dass die Black Wings sie hier auch verarbeiten oder dass sie dann das Glück haben, also wie Südtirol, dass sie sich nachher in den Playoffs vom letzten Platz bis ins Finale führen kämpfen. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Innsbruck gegen die Black Wings hier in dieser Season im Finale zu sehen. Aber wir werden es erleben. Wir haben erst den 13. Spieltag gehabt. Gell? Vielleicht war das nicht so ein guter Spieltag für die Black Wings wegen der 13. Aber wir wissen es nicht. Somit, da wir diesen Spieltag beschließen, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Würde mir über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, da kann ich gerne abonnieren, die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann dass du dir hier dieses Video schaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Form getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund, bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!